Hans-Peter Neumann wurde 2014 bei der Einreise nach Bali mit 328 Gramm Kokain erwischt. Er entging nur knapp der Todesstrafe und sitzt seitdem im Knast. Am 3. April kommt er nun frei. Bild hat mit ihm noch im Gefängnis gesprochen. Ja, ich bin hier in Bangli. Das ist ein Gefängnis hier auf Bali. Und ich bin hier seit einem Jahr und 8 Monaten. Stehe aber jetzt kurz vor der Entlassung. Das heißt Entlassung auf Bewährung, weil meine Gesamtstrafe sind 15 Jahre. Und ich habe jetzt 9 Jahre und 5 Monate abgesessen und werde jetzt zur Bewährung entlassen. Was es hier zu sagen gibt über das Gefängnis, es ist ziemlich hart, weil es natürlich komplett überfüllt ist, so wie alle Gefängnisse hier in Indonesien. Hier sind es 400%, also das Gefängnis ist ausgelegt für 400 Gefangene. Wir sind inzwischen 1270 aktuell jetzt. Und so ist halt auch die Situation, wie wir hier leben. Also auf engstem Raum, 27 Leute in einer Zelle. Die Zelle hat ungefähr 35 Quadratmeter inklusive 2 Toiletten. Und mein Schlafplatz ist 35 cm breit und 1,70 Meter lang. Also das heißt, es ist auch nicht separat, sondern wir liegen praktisch Körper an Körper. Man hat natürlich auch keine Möglichkeit, sich irgendwie zu unterhalten, außer ein Buch zu lesen oder eventuell Schach zu spielen. Ja, das ist alles, was es gibt. Schach und Buch lesen und schlafen. Die 27 Personen, sind das alles Indonesier oder auch Ausländer oder wo kommen die her? Ja, wir haben 3 Ausländer. Bei mir in der Zelle sind es 3 Ausländer und 24 Locals. Die Nicht-Indonesier, wo kommen die her? Ja. Wir haben einen Russe und einer aus Slowakei. Wann morgens aufstehen, wann abends ins Bett gehen? Also aufstehen morgens, ja eigentlich, also um 7 auf jeden Fall, weil dann ist Appell und dann wird durchgezählt und danach kommt dann das Essen hier. Gibt es Drogen bei Ihnen im Knast? Nein, keine Drogen, kein Alkohol. Also auch nicht illegal? Auch nicht illegal, nein. In Grobogan war das anders, da gab es Drogen, alle Drogen, die man so kennt, und Alkohol auch. Ja. Sie haben geheiratet jetzt in der Zelle? Ja, musste ich, ja. Um Bewährung zu bekommen, musste ich heiraten, weil nur Familie garantieren kann, ja. Weil nur Familie garantieren kann, also sie brauchen einen Garanter von Indonesien und natürlich die Embassy, ja, die Botschaft muss garantieren. Botschaft war kein Problem, aber das Problem war eben dann, jemanden zu haben, der praktisch Familie, ja, so. Also habe ich die Frau geheiratet und ist jetzt Familie und sie ist praktisch mein Local Garanter. Hat die Frau Sie schon mal besucht? Nein, also hier in Bangli, ja, aber in Grobogan nicht. Wir kennen uns seit dem November 2021 und haben nur über WhatsApp Kontakt gehabt, weil hier ja auch Covid war und da war Besuchsstopp. Ja. Aber hier war sie jetzt ungefähr 10-mal da, auch für die Vorbereitung der Hochzeit, um Papiere unterschreiben zu lassen und so weiter. Und da haben wir uns dann in Live auch gesehen. Ja. Wissen Sie schon, wann Sie freikommen? Also das ist jetzt momentan noch in der Schwebe. Wir warten jetzt auf das SK. SK heißt das exakte Entlassungsdatum, aber das kann jeden Tag passieren, ja? Wenn das morgen kommt. Also wenn das SK kommt, werde ich entlassen. Wenn Sie dieses SK, dieses Schreiben bekommen, dann steht da nicht drauf, Sie werden in so und so vielen Tagen entlassen, sondern Sie werden jetzt entlassen. Ja, genau, richtig. Ja. Also so plötzlich, wie das Gefängnis Sie irgendwann mal verschluckt hat, werden Sie auch wieder ausgespuckt. So sieht's aus. Und wenn Sie rauskommen, dürfen Sie Bali nicht verlassen, oder? Doch, darf ich, ja. Also das habe ich mittlerweile erfahren. Ich kann in Indonesien überall rumreisen. Ich darf nur Indonesien nicht verlassen. Wissen Sie schon, was Sie machen, wenn Sie hier draußen drin als erstes? Exakt nicht. Aber ich habe gesagt, okay, ich muss erst mal irgendwo an den Strand, reiß mir die Klamotten vom Leib und spring ins Wasser. Ja, so. Clean up the soul. Vielleicht kaufen wir dann ein Sixpack und guck mir den Sonnenuntergang an. Ja, mal schauen.